Guten Morgen. Heute ist der wirklich letzte Tag angebrochen hier auf Gotland. Wir haben schon die Ferienwohnung geputzt. Ich habe sie euch ja gerade noch mal gezeigt. Dann geht für uns die Fähre heute los um 16.30 Uhr Richtung Festland, wo wir in Oskarshamn so gegen 20 Uhr ankommen werden. Heute wird wohl nicht mehr so viel passieren. Wir wollen uns noch ein bisschen in Visby umschauen, noch kleine Geschenke holen und dann heißt es für uns Abschied nehmen von Gotland. Eine sehr schöne Insel, Natur, Geschichte und ein bisschen in Visby sogar Stadtsightseeing. Die Insel ist wirklich zu empfehlen und diese Ferienwohnung, die wir uns hier genommen haben, können wir auch definitiv empfehlen. Sehr kuschelig, sehr nett, schick eingerichtet. Und alles, was man so braucht. Wer sich für diese Ferienwohnung interessiert und sie auch mal buchen möchte, werde ich natürlich unten die Ferienwohnung verlinken. Aber so werden wir langsam mal jetzt Abschied nehmen von Gotland. Hier ein paar Tipps, was man in Visby gesehen haben sollte. Stadtmauer mit ihrer 3,4 Kilometer Länge und 27 Türmen, der Dom von Visby, ehemalige deutsche St. Marienkirche, das Gotlandmuseum, die Ruinen von St. Karins, St. Nikolai, St. Lars, St. Drotten und St. Clemens, der Almedalenpark, den Botanischen Garten, Gotlands Kunstmuseum, den Fährhafen, den Rathausturm, das Labyrinth und nicht zu vergessen die Altstadt mit ihren Treppengiebelhäusern. Das meiste davon haben wir auch selbst besucht. Wir sind hier wieder vor einer Ruine in Visby. Wir haben ja schon am Mittwoch einige gesehen. Das ist hier Helge Enz, der Heilige Geist. Das ist einer der ältesten oder ist die älteste in Schweden und einzigartig hier in Schweden auch. Sie ist um 1200 erbaut worden und diente als Anlaufpunkt für Pilger und Kreuzfahrer nach Livland. Leider ist sie im 17. Jahrhundert, Anfang des 17. Jahrhunderts, abgebrannt und wurde nie wieder aufgebaut. Hier haben wir denn noch eine Kirchenruine in Visby gefunden, und zwar St. Nikolai. Diese wurde 1230 vom Dominikanerorden geweiht und war damit zu seiner Zeit die größte Kirche hier in Schweden. Sie gehörte zu einem Klosterkomplex, der allerdings damals im 16. Jahrhundert im dänisch-schwedischen Krieg mit Unterstützung der Lübecker zerstört wurde. Also im Zuge dessen wieder, wo der 30-jährige Krieg ausgebrochen war. Und die Lübecker hatten die Schweden dabei unterstützt. Also die waren auf schwedischer Seite. Ich hatte ja gesagt, dass es der dänisch-schwedische Krieg war. Nach dem Krieg ist denn die Insel Gotland an Schweden übergegangen, weil vorher war die Insel in Besitz von Dänemark. Also in die Kirche kommt man leider nicht rein. Das ist nämlich heute eine Event-Location. Darum kann man die von innen nicht besichtigen. Wir haben auf der Hinfahrt hier einen Werbefilm gesehen über Gotland und dort spielt diese Kirche oder Kirchenruine wohl auch ein Hauptaustragungsort von Konzerten.
Das geht wohl auch wieder ab dem 15. Mai los. Dort beginnt die Hauptsaison. Aber die Hauptsaison ist hier gar nicht mal so lange, weil Ende August ist schon wieder Schluss. Und dann geht das hier so ein bisschen ruhiger zu. Wir fanden das gar nicht mal so schlecht, weil an vielen Orten kam man schnell ran und man hatte nicht so viele Leute vor der Linse, wie zum Beispiel gestern an der Blauen Lagune. Da war dann doch ein bisschen mehr los, weil hier ist gerade für schwedische Verhältnisse relativ warm mit 15 Grad und dort waren dann auch einige Baden. Aber sonst sind denn hier, wie bei den Kirchen, einiges zu. Aber die Museen kann man natürlich besuchen. Visby auf der Insel Gotland ist eine der bestbewahrten Hansestädte und deshalb UNESCO-Weltkulturerbe. Die Stadtmauer, die zahlreichen Kirchenruinen, die Treppengiebelhäuser und engen Gassen erinnern an die Hansezeit. Das Adlenburger Privileg von 1161 zwischen den Gotländern und dem deutschen Herzog Heinrich dem Löwen bezeichnet den Anfang der mächtigen Hanse. Bereits 1231 hatte Visby zwei Stadträte und zwei Bürgermeister, einen deutschen und einen gotländischen. Dies zeigt Visbys Bedeutung und Stellung in der frühen Hanse. Visby hatte eine führende Rolle bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts und war in dieser Zeit eine der mächtigsten Städte Nordeuropas. Wir nehmen ja jetzt die Fähre nach Oskarshamn und da gab es eine leichte Verwirrung, weil wir standen eigentlich schon in dieser Linie, wurden aber rübergeschickt dorthin und jetzt stehen wir wieder hier. Vorher stand da nämlich die Fähre, die nach Nyrnashamn geht. Nyrnashamn, ich schreibe es euch unten hin. Ne? Und mal sehen, also zumindest ist schon mal ein grüner Pfeil angegangen. Mal sehen, wann wir das Boarding machen. Wir haben zumindest schon mal die Boardkarte. Kurze Zeit später fand das Boarding dann auch statt und ohne weitere Probleme. An Bord nahmen wir Platz auf unseren Lunchsesseln und genossen die Zeit der Überfahrt mit Abendessen und dem Videoschnitt. Nach etwas über 3 Stunden entspannter Überfahrt fuhren wir noch eine kurze Strecke zum Hotel und dann war es das auch wieder für diesen Tag in Schweden. Ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Würde mich freuen über ein Like, Kommentar und ein kostenloses Abo, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dahin, tschüss!